ist es, wenn Magdalena Zunft zum Jahresspot rieft. Und ganz speziellen Anlass ist es, wenn der Zunftmeister in die Riege vom Altzunftmeister überwechselt. Und damit ist bei mir der Altzunftmeister Jörg Hürlemann. Jörg, 10 Jahre zurückschauen, was sind deine Highlights, was ist dein Eindruck von der Magdalena Zunft? Also die Magdalena Zunft ist im tipptopp im Schuss und wir haben so viel geleistet jetzt in den letzten 10 Jahren. Ich hoffe, es geht so weiter. Da bin ich überzeugt mit dem neuen Zunftmeister. Wir haben ein 50-Jahr-Jubiläum gehabt, das war wunderbar gewesen. Wir haben eine Klosterkeller eingerichtet, wir haben alles digitalisiert, also wir haben jenste Sachen gemacht. Wir haben ein neues Banner zu hier, 55-Jahr-Jubiläum, ein Zunftesel zum Leben wieder erweckt. Also es ist wirklich ganz viel gegangen in diesen 10 Jahren. Es hat Spass gemacht. Ich habe auch einen tollen Zunftrohr gehabt. Was ist für dich der tiefere Beweggrund, um auch in einer Zunft die Stange zu heben? Eine Form, die heute fast ein bisschen am Aussterben ist, von euch aber hochgehalten wird. Ja, ich glaube, bei uns ist einfach schon wichtig, also an denen, die bei uns in der Zunft sind, dass eigentlich die Traditionen, die wir im Dorf haben, dass die weiterleben. Weil das ist manchmal eine schwierige Zeit. Oder? Wir haben die Kessel mit den Kindern gehabt, die war wirklich fast vorbei gewesen. Das ist ein Solothurnerbrauch, wo wirklich am Morgen früh ein Lärm gemacht wird mit Pfannendeckel. Und das haben wir auch wieder können eigentlich aktivieren, dank der Zunft. Und auch das Fasnachtsfeuer, das früher Stecklibuben gemacht haben, gäbe es auch nicht mehr. Vielleicht gibt es irgendwann wieder mal Stecklibuben, das wäre schön. Also wird die Zunft auf jeden Fall weiterleben und weiter sich ums Volk hier rund um Dornach kümmern. Und da bin ich überzeugt, wir haben auch Zuwachs. Also die Zunft ist gewachsen an Mitgliedern. Also von dem her haben wir eigentlich kein Problem im Moment mit Nachwuchs. Steffi Rumpel als Altmeister, einen weiteren Übergang, eine weitere Stabsübergabe, ein Wort zum alten Zunftmeister und vielleicht eins nachher zum neuen. Also der alte Zunftmeister war ja mein Statthalter gewesen, 2 Jahre und nachher jetzt 10 Jahre Meister. Er hat das grandios gemacht, er hat die Entwicklung von der Zunft weitergemacht und ich hoffe natürlich, dass René in diesem Sinn auch weitermacht. René ist ein riesiges Organisationstalent. Er hat ein paar Ecken, Kanten, aber er hat ja heute ein Schleifpapier bekommen, damit er die Kanten abschleifen kann, die er hat. Und ich denke, das kommt sehr gut. René, herzliche Gratulation. Jetzt darf auch ich dir Zunftmeister sagen, was sind deine Visionen? Wir haben jetzt schon vom Alt-Zunftmeister gehört, was ihr alles angekriegt habt. Wir haben vom Alt-Alt-Alt-Zunftmeister, vom Steffi Rumpel gehört, dass er viel Vertrauen hat. Wo geht's an? Ja, der Reis geht eigentlich so weiter wie bis anhin. Ich will die alten Traditionen erhalten. Ich will mich dort einsetzen. Ich will aber auch das Gesellige, das Kameradschaftliche. So wie wir es bis jetzt hatten, so will ich auch weiterfahren. Ich will mich aber auch nicht verschließen vor Neuem. Was ist dein grösster Wunsch? Ich habe vorhin auch in einem Interview gesagt, ja, Zunft vielleicht auch schwierig. Es geht alles wie mehr retour. Ihr habt aber eine neue Vision. Ja, also wir sind dran, schon so seit Jahren Junge in die Zunft aufzunehmen. Es muss zwar nicht immer das Alter entscheiden, sondern die wollen in die Zunft kommen. Und wir spüren wieder, dass das wieder die Traditionen, dass das wieder Wert hat hier bei uns. Und wir haben einfach wieder eine Warteliste. Und da sind wir stolz drauf. Auch ein neuer Zunftmeister hat in der Arbeitswelt einen Chef und bei mir ist jetzt der Cedric Christmann. Cedric, ein paar Worte von dir zum René. Du kennst ihn im Business, aber jetzt hat er nochmal einen anderen Rang. Ja, das ist ja so. Und ich freue mich extrem für ihn. Er hat es auch verdient. Und er ist sehr wahrscheinlich auch wie bei uns extrem zuverlässig, engagiert, voller Energie. Und der René ist jemand, der bei der Primär Energie extrem geschätzt wird. Und er ist aktiv im Netz. Und solche Leute wünschen wir uns eigentlich für immer. Du hast gesagt, er ist enorm aktiv, das weiss man mittlerweile auch. Wenn in Dornach irgendetwas muss organisiert werden, dann zieht er das wirklich durch. Ist jetzt das vergleichbar, du kennst deine Leute ein bisschen, ist das so das Bild, das man auch sieht bei einem tüchtigen Arbeiter, der dann natürlich im privaten Bereich auch alle Ressourcen kann ziehen kann? Das ist ja so. Weißt, meistens sind ja Leute außerhalb von der Unternehmung wie in der Unternehmung. Also die sind ja nicht anders. Das sind Leute, die leben ja für die Primärenergie. Und das ist was extrem Schönes bei uns. Es ist eine wertvolle Kultur, wo Leute engagiert sind und Herzblut haben für die Primärenergie. Noch ein Abschlusswort zu der Magdalena Zunft generell. Jetzt darfst du auch deine Brüder alle grüßen.
Ja, wie ich es Ihnen schon gesagt habe, ein riesengroßes Dankeschön für das Vertrauen, das Sie mir gegeben haben, liebe Zunftbrüder. Und ich gebe mein Bestes, so wie ich es damals bei der Aufnahme auch geschworen habe. Mit Hut und Haar immer für die Zunft da zu sein.